sind wir wieder zwischen den Feiertagen. Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Magazin am Karsamstag. Guten Abend. Feiertage sind nach Möglichkeit ja auch immer Familientage. Wenn man nun aber keine Familie hat oder sie weit weg ist, dann fühlt sich das an Weihnachten, Ostern und Pfingsten besonders schwer an. So dürfte es gerade auch vielen tausend Seeleuten gehen. Ja, und deswegen hat sich ein Seemannsdiakon gemeinsam mit einem Schiffslogistikunternehmen eine Osterüberraschung einfallen lassen. Und damit die Seefahrer in Pandemiezeiten mal was zu lachen haben, schlüpft Diakon Tobias Kaiser genau wie letztes Jahr ins Hasenkostüm. Und dieser Hase ist nun vorbereitet auf alle, die an der Kanalschleuse Kiel-Holtenau in diesen Tagen vorbeikommen. Mehr als 500 Geschenktüten voller Süßigkeiten, Feinkost, alkoholfreiem Bier und Telefonkarten. Insgesamt 320 Schiffe erwartet er während der Ostertage im Nord-Ostsee-Kanal. Der Diakon im Hasenpelz. Ja, dann hat er ja noch gut zu tun.